Eine halbe Stunde später warten Anwältin Katharina Hellbach und Nicole in der Wohnung auf Annika. Als die 16-Jährige schließlich mit ihrem Bruder Mike von der Schule nach Hause kommt, wird sie sofort zur Rede gestellt. Hallo, grüß dich. Hallo Mike, was ist denn hier los? Ist eine neue Liebesbotschaft von Papa? Kann man wohl sagen. Annika, was weißt du davon? Ich? Gar nichts. Wie kommst du darauf? Jetzt hör aber auf. Ich will sofort wissen, was du über diesen Unfall an das Mädchen weißt. Nichts Genaues, aber das Mädchen sitzt noch im Rollstuhl, oder? Ja, wir waren heute da. Du weißt ja, wo sie wohnt, stimmt's? Würdet ihr mich mal bitte aufklären, was hier los ist? Schätzchen, warum hast du mir denn nicht gesagt, dass du diesem Mädchen Geld gebracht hast? Du weißt doch, in was für Schwierigkeiten wir deswegen stecken. Wir sind pleite. Ich hatte doch Papa versprochen, dir nichts davon zu sagen. Also, dein Vater hat dich dorthin geschickt? Weißt du auch warum? Nein, das hat er mir nicht gesagt. Als ich letztes Jahr irgendwann von der Schule nach Hause kam, saß Papa weinend hinter dem Auto. Er hatte einen Schlauch am Auspuff gebastelt, aber der wollte nicht halten. Er wollte sich umbringen? Er meinte, er könne so nicht weiterleben, weil er was Schlimmes gemacht hat. Könnte er diese Jacqueline damit gemeint haben? Wer ist denn jetzt schon wieder Jacqueline? Jetzt klärt mich doch mal endlich auf, bitte. Sie ist das Mädchen, das seit dem Autounfall im Rollstuhl sitzt. Aber ich konnte Papa noch davon überzeugen, diesen Mist sein zu lassen. Allerdings musste ich ihm dafür einen Gefallen tun und die Umschläge der Familie bringen. Warum bist du denn nicht zu mir gekommen? Dein Vater wollte sich umbringen. Du und Papa habt immer gesagt, dass wir in einer Familie zusammenhalten müssen. Egal, was passiert. Ach, Mäuschen. Es macht dir ja keiner Vorwürfe. Aber eines musst du mir versprechen, dass es keine Geheimnisse mehr zwischen uns gibt. Dein Vater hat richtig Mist gebaut. Und hätten wir von Anfang an darüber gesprochen, dann hätten wir vielleicht einiges verhindern können. Okay, das habe ich verstanden. Es tut mir so leid, Mama. Annika, ich finde das super, dass du jetzt hier die Wahrheit gesagt hast. Aber sag mal, weißt du auch, wo dein Papa sich aufhält? Nein, das weiß ich ehrlich nicht. Wenn ich das wüsste, dann würde ich es sagen. Ehrlich. Okay. Frau Lehmann, wir müssen jetzt sonst dringend auf die Suche machen nach Ihrem Mann. Also das klingt alles nicht gut und je nach irgendwas Schlimmeres passiert, sollten wir ihn gefunden haben. Christians letzte Spur verliert sich in einem Internetcafé, von wo aus er die E-Mail an seine Ehefrau geschrieben hat. Dort ist er seitdem nicht mehr aufgetaucht und in der Umgebung hat ihn auch niemand gesehen. Nicole fühlt sich ohnmächtig. Doch dann kommt es vor dem Café mit Kloschar Arni zu einer aufschlussreichen Begegnung. Sie haben doch gehört, was Annika gesagt hat. Ich kenne meinen Christian. Der wird vor schlechtem Gewissen kaum atmen können. Wahrscheinlich liegt er schon irgendwo. Frau Lehmann, es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt aufzugeben. Stecken Sie nicht den Kopf in Sand. Sie bitte. Nehmen Sie die Rechtsverdrehende hier rumgeschüttelt haben? Also wenn Sie Anwältin meinen, dann ja. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich habe den Zeitungsartikel in Ihren Briefkasten geschmissen. Sie waren das? Dann kennen Sie meinen Christian? Wissen Sie vielleicht, wo er ist? Ja, Christian ist ein feiner Kerl. Und in letzter Zeit ist er so verwirrt und will seine Familie schützen und jault so rum. Und er steht auf der Brücke und guckt die Spree rein, ob er was suchen will. Aber wieso haben Sie sich denn nicht schon vorher gemeldet? Ja, kümmere mich um andere Probleme anderer Leute. Wo ich meinen Job verloren habe, hat mir auch keiner geholfen. Warum haben Sie dann den Zeitungsartikel meiner Anwältin in den Briefkasten geschmissen? Ich habe mein Ehrenwort gegeben, niemand zu sagen, dass er das Mädchen angefahren hat. Na Gott sei Dank haben Sie das Ehrenwort gerade gebrochen. Hab ich nicht. Sie sind da selber drauf gekommen. Ja, also mir wäre es eigentlich am liebsten, wenn wir jetzt Christian suchen würden. Denn so wie Sie ihn beschrieben haben, springt er gleich von der nächsten Brücke. Ja, ich weiß, wo er ist. Wir können da hingehen sofort. Ja, das wäre ja super. Hoffentlich gerne. Ist es noch nicht zu spät. Nee, ich hoffe sehr, dass wir Herrn Lehmann finden und ihn überzeugen können, sich der Polizei zu stellen. Er kann ja nicht ewig vor seinen Fehlern davonlaufen. Es ist schrecklich, das mit der Fahrerflucht. Ich weiß, aber das werden wir auch noch zusammen durchstehen. Mir ist wirklich egal, was Christian jetzt gemacht hat. Ich will bloß meinen Mann zurückhaben. You're all I've ever wanted. My arms are open wide. Am Spreeufer erreichen Anwältin Katharina Hellbach und Nicole mit Arnis Hilfe das Lager von Berlins Obdachlosen. Die 37-Jährige folgt dem Kloschar ganz aufgeregt zu der trostlosen Ecke, in der ihr Ehemann aus reiner Verzweiflung seit über einem Monat kampiert. Hallo Christian, ich habe einen mitgebracht, der ist sehr vermischt. Nicole, wie hast du mich gefunden? Arni, sag mal, geht's noch?
Wie viele Flaschen Rotwein hast du denn dafür bekommen, dass du mich verraten hast? Du spinnst wohl. Für einen billigen Fudel verrate ich doch keinen. Du gehörst gar nicht hierher. Deine Frau sucht in der miesesten Gegend, um dich zu finden und zu lieben. Schatz, Schatz, ich hab dich so vermisst. Warum hast du mir das angetan? Warum bist du einfach so verschwunden? Ich wollte nicht, dass ihr euch für mich schämen müsst. Aber das hat sich ja jetzt erledigt. Du bist der Vater meiner Kinder. Egal, was passiert ist, wir kriegen das schon wieder hin. Wir sind doch eine Familie. Nichts werden wir wieder hinkriegen. Ich habe unsere Familie zerstört und ein ganzes anderes Leben. Und diese komplette Familie auch. Ich habe versagt. Ja, das hast du, wenn du dich nicht endlich deiner Verantwortung stellst. Aber noch ist doch nichts zu spät. Aber wenn du weiterhin wegläufst, dann bist du wirklich nicht das Vorbild, was du einmal warst. Das Mädchen ist schwer verletzt. Verstehst du das nicht? Ja, ich weiß. Aber was ist denn mit uns? Wir sitzen auf einem riesen Schuldenberg. Wir mussten aus unserer Wohnung ausziehen, aus unserem Zuhause. Du hast was Besseres verdient als an so ein Versager wie mich. Das geht überhaupt nicht. Leb wohl. Christian! Christian! Du kannst doch nicht schon wieder weglaufen! Christian! Lehmann, kommen Sie doch zurück. Das hat doch keinen Zweck, Herr Lehmann. Nein, was habe ich getan? Ach, Mensch. Zu Hause erzählt Nicole ihren Kindern Mike und Annika von der Begegnung mit deren Vater nach 4 Wochen. Vor allem eine Frage quält die verzweifelte Mutter. Ob sie ihren Mann wegen des Unfalls mit Fahrerflucht anzeigen soll. Ob ich dir sofort alles erzählt hätte, dann wäre jetzt Papa nicht unter der Brücke gelandet. Das ist alles meine Schuld. Ach, jetzt hör doch mal auf, dir ständig irgendwie ein schlechtes Gewissen einzureden. Ich meine, unser Vater hat Scheiße gebaut und er hätte zur Polizei gehen müssen. Und wenn er das nicht macht, dann muss es jetzt Mama machen, ganz einfach. Aber wie soll ich denn den Mann, den ich liebe, der Polizei ausliefern? Mike hat recht, du musst ihn anzeigen. Und wenn du es nur zu seinem eigenen Schutz machst. Und wenn er sich jetzt was antut, dann ist das alles meine Schuld. Nur weil ich mich nicht unter Kontrolle hatte und ihn angeschrieben habe. Ach Mama, jeder macht doch mal Fehler. Mann, komm mal her. Na, Frau Lehmann, haben Sie sich entschieden? Wollen wir zur Polizei gehen, Ihren Mann anzeigen? Ich weiß nicht, was ich sonst noch tun könnte. Ich meine, es fällt mir nicht leicht, meinen Mann als Unfallfahrer anzuzeigen, aber er ist vor uns und seiner Verantwortung weggelaufen und wer weiß, ob er sich nicht wirklich noch was antut. In seiner Verfassung ist alles möglich. Gut, dann lassen Sie uns mal keine Zeit verlieren und gleich losgehen. Okay. Ich mache mir keine große Hoffnung, dass die Polizei meinen Mann noch lebendig finden wird. Mit dieser Schuld wird er nicht lange leben können. Ich denke, es ist die einzig vernünftige Idee, jetzt hier zur Polizei zu gehen. Es liegt Suizidgefahr vor, also muss die Polizei nach Herrn Lehmann fahren. Kurze Zeit später erreichen Anwältin Hellbach und Nicole die Wache. Vor über einem Monat hat die besorgte Ehefrau ihren Mann als vermisst gemeldet. Heute sucht sie erneut verzweifelt Hilfe. Dieses Mal bei Polizeiobermeister Kai Steinbach. Denn sie hat große Angst, dass ihr geliebter Ehemann sich etwas antut. Also wir müssen meinen Mann finden. Er ist suizidgefährdet. Sie müssen was tun. Also bitte helfen Sie uns. Also klären Sie das mal auf. Zuerst wird Ihr Mann hier als entführt angegeben. Dann ist er durchgebrannt. Warum denn als suizidgefährdet sein? Aus welchem Grund? Hören Sie mir denn nicht zu? Wir haben meinen Mann heute Vormittag gefunden. Und er hat zugegeben, dass er ein Mädchen angefahren und danach Fahrerflucht begangen hat. Und er hat angedeutet, dass er sich was antun will. Wann soll das denn gewesen sein? Ja, ich habe mir mal einen Zeitungsausschnitt rausgesucht. Also es handelt sich um diesen Unfall vom letzten Jahr. Und Geschädigte war eine Frau Jacqueline Bräutigam. Der Beamte wird in den Polizeiakten schnell fündig. Dort steht auch der Name des Unfallverursachers. Ah, da ist es ja. Also Sie behaupten also, Ihr Mann habe diesen Unfall verursacht, ja? Himmel, Herrgott, ja. Jetzt leiten Sie doch bitte endlich die Fahndung ein, bevor er sich was antut. Also mit Verlaub, dann wäre er ja schön dämlich. Letztendlich wurde ein Fahrer dazu ermittelt. Sie haben also Herrn Lehmann schon? Nein, nicht Herrn Lehmann. Herr Lehmann hat im Unfall gar nichts zu tun. Meine Kollegen in Bayern haben einen Fahrer ermittelt, der auch schon zugegeben hat, die ganze Sache. Oh. Wann war das denn? Ja, bereits Anfang der Woche. Verdammte Scheiße. Dann hätten wir ihm das vorhin schon sagen können und alles wäre gut gewesen. Gut, aber irgendwie ist ja dann immer noch unklar, warum Ihr Mann davon ausgeht, er hätte dieses Mädchen angefahren. Irgendwas muss dem Herrn Lehmann ja hier vors Auto gelaufen sein. Tja, die Stelle ist bekannt für viele Wildunfälle. Da kreuzt sehr oft Wildschweinrotten die Gegend und die Straße. Durchaus denkbar, dass er vielleicht einen Wildschweiner angefahren hat.
Aber das hätte er uns melden müssen, der Polizei, ne? Sowas. Sie wollen mir also sagen, dass mein Mann wegen eines toten Wildschweins sein und unser Leben total ruiniert hat? Tja, hätte er die Sache vor Ort gemeldet. Vielleicht diesen Wildschaden, ja? Hätte er nicht ein halbes Jahr in diesem Glauben leben müssen, das junge Mädchen in den Rollstuhl gebracht zu haben. Soll ich jetzt eine Fahndung einleiten? Also wenn sie nicht zu viel Mühe macht, wären wir da sehr dankbar. Ja, es gab ja hier schon genug Opfer bei dieser ganzen Angelegenheit. Wir können zu 100% ausschließen, dass Herr Lehmann mit dem Verkehrsunfall von Jacqueline Bräutigam etwas zu tun hat. Aber es kommt auch davon, wenn man nicht zu seinen Fehlern steht. Das war alles für die Katz. Christian hat unsere ganze Existenz für nichts aufs Spiel gesetzt. Wäre doch nur gleich zur Polizei gegangen. Am späten Nachmittag erhält Rechtsanwältin Katharina Hellbach einen Anruf von Jacqueline. Christian Lehmann hat sich vor dem Haus rumgetrieben. Sofort fahren die Juristin und Nicole zu dem Unfallopfer. Die 13-Jährige berichtet ganz aufgeregt von der seltsamen Begegnung mit dem verstörten Familienvater. Bist du dir absolut sicher, dass das der Mann auf dem Foto war? Ganz sicher, dass es der Mann war. Und was ist dann passiert? Hast du ihn reingebeten? Nein, ich habe ja nicht aufgemacht. Aber als ich aus dem Küchenfenster geguckt habe, habe ich den Mann vor dem Haus gesehen. Er hat geweint. Das tat mir wirklich schrecklich leid. Na, wieso ist er denn nicht weggegangen? Na, ich bin dann zur Tür gegangen und habe gefragt, ob ich ihm helfen kann. Du brauchst keine Angst vor diesem Mann zu haben. Er würde dir nie etwas antun. Das hat er auch gesagt und noch mehr geweint. Dann hat er sich ganz oft bei mir entschuldigt, dass er mir so etwas Schlimmes angetan hat. Dass ich jetzt wegen ihm im Rollstuhl sitze. Ach, du armes Ding. Er hat noch was ganz Komisches gesagt. Er müsste es jetzt beenden, wo das Unglück seinen Anfang genommen hat oder so ähnlich. Ich hab's nicht verstanden, aber dann ist er auch schon weggelaufen. Ja, ich habe meinen Vater nicht erreicht und da habe ich ihre Karte gefunden und sie angerufen. Okay, das hast du super gemacht. Alles genau so, wie es sein sollte. Aber wir müssen jetzt wirklich sofort los. Das klingt nicht gut. Und wir haben Angst, dass Herr Lehmann sich, ja, dass noch irgendwas Schreckliches passiert. Ich hoffe, wir kommen nicht zu spät. Wenn ihm jetzt noch was passiert, dann würde ich mir das nie verzeihen. Aber jetzt zählt wirklich jede Sekunde. Wir müssen unverzüglich zum Unfallort, dort, wo alles seinen Anfang genommen hat. Es ist typisch für Täter in Stresssituationen, zum Tatort zurückzukehren. Und Herr Lehmann weiß ja noch gar nicht, dass er den Unfall nicht verursacht hat. I used to live alone. Christian Lehmann glaubt, dass er die 13-jährige Jacqueline angefahren hat und diese durch sein Verschulden im Rollstuhl sitzt. Seit dem Unfall ist der zweifache Familienvater auf der Flucht. An der Unfallstelle will der 40-Jährige seinem Leben ein Ende setzen, weil er die Familie des Mädchens und auch seine eigene auf dem Gewissen hat, denkt er. Wir haben dich gefunden, Gott sei Dank. Wie kommt ihr hin? Was macht ihr hier? Wie habt ihr mich gefunden? Was wollen Sie hier eigentlich tun, ja? Also bitte, nichts Unüberlegtes. Ich habe mir die ganze Zeit das Hirn zermartert. Ich kann mit dieser Schuld einfach nicht leben. Ich habe ein Menschenleben auf dem Gewissen. Kennen Sie das Mädchen? Sie ist erst 13 Jahre alt. Sie hätte das ganze Leben noch vor sich. Ich kenne das Mädchen und Sie haben gar nichts getan. Ich habe nichts kaputt gemacht. Ich habe Sie doch überfahren. Hab doch den Aufprall gehört. Christian, jetzt hör uns doch mal zu. Mensch, du hast das Mädchen nicht angefahren. Der Täter ist schon längst geschnappt worden. Wärst du zur Polizei gegangen, dann hätten wir das alles schon hinter uns. Du warst es nicht, Christian. Ja, aber ich hab's gemerkt. Das Auto hat was umgefahren und ich hab's im Rückspiegel gesehen. Es war nämlich klar, aber da lag was rum. Es war ein Wildschwein. Ein Wildschwein? Ja, warum sind Sie denn nicht einfach mal ausgestiegen und haben geschaut, was Sie da angefahren haben? Sie haben gut reden. Ich konnte nicht aussteigen und die Polizei rufen. Ich habe getrunken. Du hast getrunken? Das hast du doch noch nie gemacht. Ja, eben. Und deswegen bin ich auch direkt nach Hause gefahren und habe mich schlafen gelegt. Und als ich morgens aufgestanden bin und in die Zeitung geschaut habe, habe ich gesehen, da ist ein Unfall passiert auf der Landstraße. Genau zur gleichen Zeit, gleicher Ort. Konnte also nur ich gewesen sein. Sie hätten sich wirklich einiges ersparen können. Ich habe alle, die mir lieb sind, belogen und betrogen. Aber ich habe keinen Ausweg mehr gesehen aus dieser für mich so dramatischen Situation. Christian. Ja. Ich wünsche, es wäre alles nicht passiert. Und Mike und Annika natürlich auch. Mike ist echt stinkesauer auf dich, denn wir mussten von Anfang an uns von allen anhören, dass du mit irgendeiner Frau durchgebrannt bist. Aber Annika? Sie hat den Glauben an dich nie verloren. Meine Annika. Christian, wir lieben dich. Komm nach Hause, bitte.
Herr Lehmann, kommen Sie. Wir werden jetzt mal versuchen, die Scherben hier irgendwie wieder zusammenzusetzen. Vielleicht am besten, indem wir erstmal Ihren Job wieder besorgen. Na, das wäre wunderbar, Frau Anwältin. Na los, lassen Sie uns gehen. Ich Idiot. Wäre ich doch nur zur Polizei gegangen, hätte ich mir und meiner Familie einiges ersparen können. Aber so, Jacqueline sitzt immer noch im Rollstuhl und ich muss versuchen, das Möglichste für sie zu tun. Ich bin so erleichtert. Endlich habe ich meinen Mann wieder, auch wenn ich Christian am liebsten schütteln möchte. Jetzt werden wir zusammen in die Zukunft schauen und sehen, wie wir alles wieder in Ordnung bringen, nicht wahr? 4 Wochen später feiert Jacqueline ihren 14. Geburtstag, gemeinsam mit Familie Lehmann, zu der eine Freundschaft entstanden ist. Das Geld, das Christian den Bräutigams aus Schuldgefühlen gezahlt hat, haben sie inzwischen zurückgegeben. Der Familienvater hat auch seinen Job als Leiter des Jugendcafés wieder angetreten. Und Anwältin Katharina Hellbach hat noch etwas zu berichten. Ja, es gibt übrigens auch ein paar Neuigkeiten. Gestern fand nämlich die Verhandlung statt gegen den Unfallverursacher in dem Unfall von Jacqueline. Und der hat zugegeben, dass er viel zu schnell unterwegs war. Und aufgrund des Nebels konnte er Jacqueline, die ja mit dem Fahrrad auf dem Seitenstreifen war, halt auch nicht sehen und hat sie deshalb leider erfasst. Und es kam zu diesem Unfall. Ah, okay. Okay, und 18 Monate hat er gekriegt, aber zur Bewährung. 18 Monate? Das gibt's ja nicht. Der hat das Mädchen halb tot gefahren. Ich meine, Steuerhinterzieher werden ja härter bestraft. Also ich finde das eigentlich in Ordnung. Ja, na, überlegt euch mal. Der Täter hat wenigstens nicht gestanden. Das hat echte Reue gezeigt. Ja? Der hat selber 2 Kinder. Müsst ihr euch mal überlegen. Ja. Ja. Aber Mensch, Papa, es gibt auch gute Neuigkeiten. Stimmt. Hm? Ja, wir haben nämlich gestern die Untersuchungsergebnisse gekriegt von dem Krankenhaus. Und? Ja, erzähl mal. Ja, also die Ärzte meinten, es sind doch nicht alle Nerven in der Wirbelsäule. Was? Hey, super! Ja. Ist das schön? Und das sind ja mal tolle Nachrichten. Ja, wir fangen in 2 Wochen mit, wie heißt es noch, Bruder? Reha. Genau, mit Reha-Gymnastik an. Sie meinten, ich könnte sogar vielleicht wieder laufen. Oh, wow. Wenn das war nicht ein Grund zum Feiern ist. Auch die Lehmanns können unbeschwert feiern, denn sie haben endlich diese schreckliche Geschichte hinter sich gebracht und können positiv nach vorne blicken. Eins haben sich alle geschworen. Sie wollen keine Geheimnisse mehr voreinander haben und immer zu ihrer Verantwortung stehen.